Tränensoff bei BIP. Janika macht Sebastian und Traute X27 / ne krasse Szene. Janika Jäcke, 29, im Meer der Tränen. Die Bachelor in Paradiese-Kandidatin hat ihr Herz an Frauenschwarm Sebastian Fubbe, 32, verloren. Ein romantisches Kuscheldate festigte diese Gefühle noch. Doch nur wenige Stunden später brach sie vor Domenico De Sica und Evelyn Burdecki in Tränen aus. Sie hatte Angst, meint es nicht ernst mit ihr. Warum? Er soll eine Freundin haben und die schöne Blondine deshalb zwar mit den Händen, aber nicht mit den Lippen berühren. Ich weiß, was hinter der Kamera war und was vor der Kamera war, und das waren zwei verschiedene Sepis, verkündete sie schluchzend. Vor der Kamera ist er nicht so tu-tu wie hinter der Kamera. Vermutete, dass das an einer Abmachung mit seiner angeblichen Freundin lag. Anfassen ist in Ordnung, küssen jedoch nicht, dazu intim. Als nachfragte, ob sie sich ob des Beziehungsstatus des Personaltrainers sicher sei, entgegnete, ich bin ja eine gute Stalkerin. Michi kennt sie, Nick kennt sie. Es dauerte nicht lange, bis auch diese Vorwürfe zu Ohren kamen. Vor ihm leugnete zwar, seinetwegen geweint zu haben. Doch Karina Spack steckte ihm, sie weint, weil du eine Freundin zu Hause hast. Dieses Gerücht hält sich bis heute hartnäckig. Der diese Anschuldigungen noch immer nicht fassen kann, schaltete erst kürzlich einen Anwalt ein. Er ist felsenfest überzeugt, habe sich mit ihren Aussagen nur an ihm rächen wollen, weil er ihre Gefühle nicht erwidern kann. Was denkt ihr? Stimmt ab. Alle Infos zu Bachelor in Paradiese im Spezial bei rtl.de.